Hallo. Sie ist ja heiß. Wie alt bist du? Zeig mal her. Hallo. Mach dir irgendwas. Jetzt bricht's aus. Ich bin der Jürgen. Ich hab immer Schorf hinter meinem Ohr. Das hast du aber ich immer. Bisschen Schorf. Zeig doch mal her. Ey, aber ihr werdet lachen. Meine Freundin, ihre Brille, ihr habt sie nie mit Brille gesehen, die ist so. Die hat so eine dicke Brille. Oh, das ist schon blöd, gell? Und manchmal kratze ich mich und dann rieche ich dran. Ach Gott. Alles Fragen an meine Mutter, jetzt, feuerfrei. Keine Tabus. Meine Mutter ist neben Vera in Feen die Mutter Deutschlands. Ey, weißt du, was mir die Vera geschrieben hat, Mutter? Ich habe gesehen, du pokerst. Ich habe einen Frauenpokerclub. Wenn du mal wieder eine Show machst, ich will mitpokern. Stell dir mal vor, Vera in Feen sitzt da. Aha. Letztens noch Messis Besuch bei RTL 2 auf einmal bei uns in der Pokerrunde. Die muss da sein, oder Chat? Die muss da sitzen. Vera muss da sitzen. Wie ist das, einen Sohn als Klon zu haben, Clown? Super. Wieso bin ich ein Clown? Wie groß war Knossi bei der Geburt? 53 Zentimeter. Woher 3350 Gramm schwer. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Der Bubi war aber 4 Kilo. Ja, du halt und nicht. Und wie kann es sein, dass mein Kind so dick war und so dünn ist jetzt? Ja, weiß ich nicht. Ja, da läuft nichts. Wie wird man so entspannt wie du? Das wirkt nur so. Bin ich nicht immer. Meine Mutter ist nicht entspannt. Ihr täuscht euch. Habt ihr schon Aikus Iluma? Nee. Vera ist lesbisch. Ja, macht doch nichts. Ida, fühlt sich die Tochter manchmal vernachlässigt bei dem ADSO? Nee, überhaupt nicht. So, was soll denn das? Also, ist Mutter, der Jens privat auch so lustig oder kann er auch ernst sein? Er kann auch ernst sein. Würdest du Jens zutrauen, dass er so ein Dschungelgetränk trinkt? Oh je, nee. Was, nee? Der Kutsch. Aber ich würde es durchziehen. Ja, trinken würdest, aber danach hattest du einen schönen Tag. Ja, wunderbar. Wie oft wurde Jens als Kind fallen gelassen? Überhaupt nicht. Sind Sie sich sicher, dass Sie nicht versehentlich die Nachgeburt aufgezogen haben? Du bist ein Idiot. Was? Meine Tochter hatte bei Geburt 5,5. Oh, richtig. Ja, super. Nachgeburt aufgezogen? Ja, das ist ja blöd. Was hast du mit der Nachgeburt gemacht? Hast du da einen Baum gepflanzt? Das gab's früher noch nicht. Mutterkuchen? Was ja, das gab's oder früher hat der Vater nicht den gegessen? Nee, das ist weggeschmissen worden. Tom Cruise isst den immer. Ach komm, hör doch auf. Das ist wirklich kein Witz. Tom Cruise isst den Mutterkuchen. Ja, ja. Das stimmt. Ja, das ist ja gesund, da machen sie ja Creme und alles. Aber in den Dschungel essen, lass mal. Du hast bei der Zeugung von Jens was vergessen. Was denn? Was? Ist Jens mal als Kind verloren gegangen? Nee. Was? Stell doch auch gescheite Fragen. Sie sind eine geile Mutti, danke. Er schreibt so einen Scheiß. Froh, dass er im Haus wohnt, klar, immer. Geht ihr gerne ins Taumi essen? Was ist Taumi? Taumi ist ein asiatisches Restaurant in Bühl. War ich einmal. Ja, war ich auch erst zweimal. Ida, wie gut ist Günther Jauch? Hm. Wie viel Geld hat Knossi? Weiß ich nicht. Wann geht's wieder auf die Malediven? Im Mai. Vera hat mit ihrer Sendung... Kann ich nicht. Wurde er mal auf ADHS getestet? Hat er nicht, so ein Quatsch. Kann schon sein. Damals war nicht so, Mutter. So, gab's das ja genauso. Du hast ja kein ADHS. Dann hätte ich nie so lange. Ich bin in der Schule schon immer rumgerannt, aber ich konnte auch ruhig sitzen. Ja, eben. Ich glaube nicht. Der saß nachher nur noch am Schreibtisch. Warum hat Knossi so gute Gene? Ha, von mir. Habt ihr noch Pferde? Ja. Das ist echt so, beantwortet man die Fragen. Ja, nein. Lieblingsfilm der Mutti. Alle schnulzen, so. Ein Lieblingsfilm gibt's nicht. Scarlett, vom Winde verweht. Nee, das habe ich nie fertig geguckt. Sissi, ja, sowas. War die so anstrengend wie die Streams? Anstrengender, viel anstrengender. Weitere Enkel, Kinder geplant? Weiß ich nicht, die mache ich doch nicht selber. Von wem hat Knossi? Keine Ahnung. Welche Macke hat Knossi? Hast du eine Macke? Ich doch nicht. Für mich nicht. Ich finde, ich bin normal und alle anderen sind irgendwie, die befinden sich nicht auf meiner Ebene. Bist eine nette Mutti, was hättest komisch irgendwie du früher gearbeitet? Welchen Traum hat die Mutti? Für mich bin ich normal. Welchen Traum habe ich? Habe ich einen Traum? Blauer Haken Instagram. Ja, genau. Blauer Haken. Okay, also. Fame geile Mutter zu haben. Ist das Letzte. Wie kommen Sie mit dem Erfolg mit Knossi zurecht? Super. Kein Problem. Kein Problem. Bist du mal fremdgegangen? Nein. Natürlich. Ist Ich?
Mal hier, mal da. Erst mit Uwe. Das war, da habe ich doch Papa gar nicht gekannt. Haben die sich noch nicht gekannt? Frag da nicht so einen Scheiß. Wie alt ist Jens wirklich? Habe ich vergessen. Steht Knossi immer auf den gleichen Typ von Frau, ja? So ungefähr, denke ich. Ja? Was war Knossis Traumberuf als Kind? Marktschreier auf dem Ghostbusters. Ghostbusters, ja. Wie überlebt das Pferd auf dem Dachboden? Hä? Welches Pferd? Hat er echt nie gewichst? Sag ich nicht. Laber doch keine Scheiß hier. Ja. Geht es Arabella gut, ja? Steht er auf Männer? Nein. Lieblingsessen von Knossi? Grünkohl. Wie viele Männer hatten Sie? Geht dich nichts an. Sind Sie in Kai Pflaume? Sind Sie in Kai Pflaume verliebt? Ja, nein. Aber der hat dich schon angetan. Quatsch. Oh, nie. Was macht Kai Pflaume? Jetzt sieht er meine Zellulitis. Ah ja, das ja jetzt habe ich einen scheiß Rock an. Das ist ja peinlich. Die Nachbarin kommt im Kurzen. Ich bringe euch Obst. Die war noch nie im Garten. Ich bringe euch heute mal wieder Obst. Was willst du denn hier? Kaum ist der Pflaume da, fangen sie an zu tropfen. Wie viele Enkelkinder haben Sie? 4. Kannst du ein Instrument? Ja, Flöte. Kennt Knossi so viele Monte, Jibi, was? Oha, da machen wir. Mit Kohlfahrt. Versteh, was, ist das noch Deutsch, was du da liest? Ja, keine Ahnung. Ist das Deutsch? Mutti, was? Das geht zu schnell. Welchen Lippenstift trägst du? Habe ich doch gesagt. Lipfinity. Trinkt er auch privat zu viel? Nie. Treffen Sie Monte? Na, wüsste ich nicht. Hast einen tollen Sohn, weiß ich. Bist du gerne mit dem Sohn im Stream? Ja, sehr gerne. Wie oft ist er gegen die Wand gelaufen? Nie. Hey! War er mal sportlich? Immer. Immer! Mögen Sie Theo von Alge? Klar. Ist Jens manchmal peinlich? Oft. Hä? Wann bin ich peinlich? Ja, im Stream bist du schon manchmal unangenehm. Bin doch nicht peinlich. Nett? Schämst du dich für dein Kind? Nee. Ah, was? Kennst du Sascha? Ja, klar. Sascha hat immer Kuchen gebracht. Warum ist Jens beschnitten? Weil er eine Vorhautverengung hatte. Hä? Was? Hygienegründe. Ja, was ist das? Keine Vorhautverengung gehabt. Doch. Ah, was? Ah, doch. Kommen bald eigene Streams? Glaube ich nicht. Kann er gut Auto fahren? Ja, super. Stell gute Fragen. Hat Knossi ins Bett gepinkelt? Boah, wie lange hat er ins Bett gepinkelt? Nicht so lang. Oh, doch. Kann er gut kochen? Nee. Wann hat er sich das letzte Mal eingeschissen? Wie viele Hunde? Jetzt habe ich nur noch einen. Was magst du an Kaugummis? Welche? Fricklays. Nee. Spermint. Doch. Spermint. Fricklays, Spermint. Wo ist Knossis Vater? Im Bett wahrscheinlich. Kommt noch mal ein Hund? Nee, wahrscheinlich nicht. Ist Jens auch privat so wie im Stream? Ja. Wie alt bist du? Oh Gott. Alt. Alleine im Bett. Ja, ja klar, mit wem denn sonst? Zu Papa. Ja, wann hat er angefangen zu streamen? Wann hast du angefangen? 2016. Welches Traumauto hatte ich schon? Das war... Manda. Der Manda, ja. Dann war es ein Opel GTI. Dann war es der SLK. Kommen Sie ursprünglich aus Rastatt? Ja, ich bin in Rastatt geboren. Rastatt an der Murg! Kaserne, 9er und 7er Block. Darf ich dich auf einen Kaffee einladen? Glaube ich, das geht nicht. Ehrenleute! Hat Knossi schon mal was geklaut? Nicht, dass ich wüsste. Aber wahrscheinlich, wer hat nicht geklaut? Wie sieht es aus mit dem Haus aus? Keine Ahnung. Wie viel Schorf hat er hinterm Ohr? Keins. Hatte ich oft und lange viel Schorf, gell? Und Fußpilz. Haben Sie Jahre. Kontakt zur Ex-Frau von Knossi? Ja, klar. Ist ja mein Enkel, ist ja noch... Habe ich Kontakt? Trampelt er laut? Ja, manchmal. Hat Jens schon mal Crack geraucht? Weiß ich nicht. Willst du meine Mutter sein? Geht nicht. Was war das Peinlichste, was er je gemacht hat? Ja, sag mal. Ach, kann ich nicht sagen. Was war das Peinlichste? So was richtig Peinliches war nicht. Was denn? Nee, wüsste ich nicht. Da war mir nichts richtig peinlich. Schaust du alle Streams von ihm? Nicht alles. Ich gucke immer zwischendurch mal rein. Doch, die Mutter guckt abends immer. Was ist das Schlimmste, was Jens als Kind gemacht hat? Eine schöne Fragerunde ist das, ne? Er hat da nichts gemacht, was schlimm war. Hab gar nicht gemacht.
wünscht sich manchmal einen normalen Sohn. Ich habe doch einen normalen Sohn. Hat Jens mal ins Schwimmbad gepisst, jetzt sehe ich das. Ja, und ey, unser Pool wird abgebaut. Ich überlege, was ich damit mache. Ich brauche Vorschläge bei Instagram. Was hältst du von... Will den nicht wegschmeißen. Von Knest, du hast, oder verkaufen. Ich will irgendeine coole Aktion damit machen. Was hast du für ein Tattoo? Ich habe kein Tattoo. Ja, weil cooles Tattoo. Ich habe noch nie eine Tätowierung gehabt. Ich habe auch noch nie Interesse gehabt an Tätowierung. Gell? Da hast du wirklich Glück. Ja, schon. Gut, doch. Meine Schwester ist tätowiert wie frisch aus 6 Jahre U-Haft. Gar nicht. Oh ja. Hier vorne war es irgendwo. Hier vorne die Finger. F-U-C-K. A-C-B-A. Ach, du spinnst dir einer ab. Pisst Jens ins Stehen? Das weiß ich doch nicht. Ich gucke da nicht beim Pinkeln zu. Also, pass auf. Ich habe jahrelang im Stehen gepisst. Meine Mutter hat es verboten. Dann hat meine Mutter sich ein, wie heißt das? An die Wand schrauben lassen. Dann aufschneiden. Pissoir ans Wand. Meine Mutter hat unten eine Pissoir an der Wand. So mit Deckel kannst du an der Wand im Stehen. Ja, weil sonst gibt es Prostata-Beschwerden. Tropft aber trotzdem immer auf dem Boden. Ja, aber nur bei dir. Da hängt der Schwingel richtig rein. Werden sich auf der Straße erkannt? Ja, manchmal. Was sagen die Leute dann so zu dir? Runde beenden. Was sagen die Leute zu dir? Oh, Knossis Mama. Oder Ida, haben sie auch schon gesagt. Ja? Wann ist Männer pinkeln im Stehen? Ja, ist ja auch richtig. Aber ey, sag mal ganz ehrlich. Ich wollte selber in meiner Wohnung nicht im Stehen pinkeln. Es spritzt alles rechts und links daneben. Das geht im normalen Klo nicht. Sag ehrlich, Jungs, das ist wirklich widerlich. Ins Waschbecken pinkeln, Jens. Habe ich auch gemacht früher. Campingplatz, immer ins Waschbecken rein. Immer rein. 22 ein Camp geben, weiß ich nicht. Ist Nossi schon mal von 10 Meter Turm gesprungen? Ja, Köpfer sogar. Wie lange seid ihr schon zusammen, wer? Dein Vater, wie lange seid ihr verheiratet zusammen? Oh Gott, wie alt bist du? 35, 36, ja. Also wieder, ein Jahr wieder, vor mir. Jetzt wieder nicht, ja. Geplant, richtig. Wir machen eine Familie, wir machen dann ein Kind. Ja. Wow, sowas gibt's auch nicht mehr, gell? Was ist der Schlüssel zum Glück? Geld. Nein, nee. Gibt wichtigere Sachen als Geld. Gold. Du bist blöd. Gesundheit, Zufriedenheit, kein Corona. Was gibt's noch? Nee, wirklich. Schlüssel zum Glück ist einfach mit der Familie gut sein. In guten wie auch in schlechten Zeiten. Und besonders auch in den Zeiten, wenn die Frauen ihre rote Woche haben. Weil das ist immer schwierig. Wie lange kennt ihr euch? Wen meine denn die? Wie lange kennen wir uns? Das ist meine Mutter. Das ist seit der Geburt? Ich kenne doch meine Mutter schon, seitdem man mich rausschneiden musste. Wann warst du das letzte Mal besoffen? Ach Gott, das ist Jahre her. Nein, also ab und zu hast du schon einen drin. Hä? Hier, glaube ich, hier haben wir gesessen. Da haben wir schon einiges. Und dann ja, aber doch nicht im aber doch nicht besoffen. Besoffen nicht. Also dass meine Mutter so... Ey! Nee. Das war meine Mutter. Ich war einmal besoffen, da war ich jung von... Meine Mutter hat auch einmal gekifft. Ja, weil einmal habe ich es probiert. Jetzt probiere ich den Scheiß, hat sie gesagt. Dann bringt mir damals noch eine andere ihr Haschisch. Hier. Meine Mutter macht es fertig. Ich war nicht da, ich wusste davon nichts. Auf einmal klingelt mein Handy, ich hab gekifft. Was? Ich komm heim, spinnst du? Das ist scheiße, ist das. Scheiße, mir geht's nicht gut. Komisch, alles scheiße. Meine Mutter solche Klunker. Ich hab's jetzt gemacht. Hier. Naja, ich wollte es halt einmal wissen, aber das ist ein Scheißdreck. Da konnte ich wirklich, kein Witz, wahre Geschichte. Keine Füße mehr bewegen. Da lag ich im Bett und ich habe alles gewusst, aber meine Arme und meine Füße haben nicht mehr das gemacht, was ich wollte. Ja, ihre Arme und Füße haben nicht mehr. Es gab eine Geschichte, gibt's noch, die habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Eine Geschichte haben wir, glaube ich, noch nie erzählt. Was denn? Oh, erinnerst du dich an den Tag, als ich nachts nach Hause gekommen bin? Du saßt unten auf der Terrasse. Ich komme. Ich war mit meinen Freunden auf dem Friedhof. Ach, das? Wir haben Gläserrücken gespielt. Das war so übel, weil da hat sich meine Uroma gemeldet, die die anderen gar nicht kennen. Käthe. Das war nicht der Uroma. Doch, doch, war der Uroma. Käthe und so. Und ich konnte wochenlang nicht in die Schule gehen. Angst. Ich habe geheult. Angst. Meine Mutter gebeichtet, was wir scheiße gemacht haben. Danach haben wir das Glas gegen den Baum geschmissen. Habe ich schon mal erzählt, gut. Ja, das war doch, das darf man nie machen, sowas. Wie alt ich bin? Oje, oje, schätzt mal. 59 geboren. Ach Mensch, die sollten doch schätzen. Schätzt mal. Jetzt ist zu spät. Weißt du, was ich gerne mal würde? Mit allen Verbliebenen der ganzen Familie verreisen, ist aber nicht möglich. Es geht nicht. Weil wir haben zu viel. Wir haben hier Pferde, wir haben dies, wir haben das. Es ist einfach nicht machbar. Du kannst es nicht. Dann Hunde. Das ist das Problem.
Wenn die Leute sich das Zeug anschaffen, kannst du nicht. Ich würde gerne mit der ganzen Familie, also wirklich, wie viele Leute sind wir? 15, 20? Alle! Sind wir doch gar nicht. Was redest du, wer denn? Okay, wir beide. Vater. Ach, du meinst halt die Kinder? Alle. 14, das kann nicht sein, wir sind doch mehr in der Familie. Nein, wer denn noch? Ach, irgendeinen muss man doch noch irgendwo haben. Die sind doch alle schon... Was ist mit Darek, der Knast, der immer in den Knast einen ausgegangen ist aus Polen, der in Polen lebt? Was mit Ohne Darek? Ohne Ali geht nichts. Da haben wir keine Ahnung, wo der abgeblieben Darek ist. Darek aus Polen, das schwarze Schaf der Familie. Das die muss ist danach doch, gehen. Das ist doch von Papa. Den will ich dabei haben. Darek! Von Papa und Cousin. Chen Dobre! Der kommt mit! Raffau! Was aus Breslau! Was ist mit dem? Raffau, der Dicke! Der die kommt mit! Doch, die sind doch weitläufig. Das ist doch scheißegal, weitläufig. Sternzeichen Jens ist ein Krebs und ich bin ein Zwilling. Der kommt mit! Und Günther Jauch ein Skorpion. Darek! Wie viele Autos hattest Chen, du? Chen, das war so einer. Ich weiß ja, das ist wirklich so ein ganz. Auf einmal, mein Vater, ich bin ein kleiner Ach, Junge. Der war aber in Ordnung. Pass auf, mein Vater, stell mir mal vor. Geh nicht so nah dran, sagt mein Vater. Sag ich, warum denn? Bleib ein bisschen, gell? Das ist Darek, das ist ganz weitläufig in Polen, einer. Der ist gerade frisch aus dem. Der war in einem Urlaub, die war nicht immer ganz so lieb. Ich sag, hä? Was, ich kenne das gar nicht als Kind. Was willst du denn, Papa? Ja, dann kommt auf einmal einer ums Eck. So geschmierte, fettige, ölige Haare. Hey, eine Fahne, ich wusste gar nicht, wie Alkohol riecht. Der hat doch keine. Hallo, Kleine! Du, jetzt hol ich gleich ein Bild, der hat doch keine gelackt. Das war die Erinnerung, als ich als Kind war. Und dann war da noch die andere, die immer Zigaretten geraucht hat. Schmacht als Kind schon hatte, als Dreijähriger, Vierjähriger. Wo ich dachte, oh, die hat doch immer gut geputzt und so. Wer war das? In Niederbühl hat sie gelebt. Hä? Wo ich klein war, hat die in Niederbühl gelebt. Uschi hieß die nicht. Seine Mutter, Uschula. Uschula. Die hat doch nicht geraucht. Die hat nie geraucht. Ich saß da in einem Haus drinnen, da haben alle geraucht. Aber die hat nicht geraucht. Und nur ich nicht. Und ich habe mir gedacht, warum ich nicht? Nee, die hat nicht geraucht. Uschula, Maschallah. Maschallah, Uschula. Aber der war immer besoffen, sag ehrlich. Ja, der hat getrunken, das stimmt schon. Alkoholproblem hat er gehabt, aber der war eigentlich sehr nett. Der war sehr nett, der hat immer, ich dachte, für mich hat es auch gut gerochen. Ich habe nur das Parfüm nicht gekannt. Ich wusste nicht, dass das Parfüm Becks heißt. Ja, du hast auch gepetzt, dass er bei uns an die Flaschen ging. Das weiß ich noch. Der ist bei uns, meine Eltern sagen. Meine Eltern hatten so eine kleine Bar in so einer Schrankwand. So eine Bar, zack, da machst du offen. Da waren die ganzen Flaschen, wo die Kinder nicht dran durften. Und dann sehe ich auf einmal direkt. Da sagst du aber nicht Papa. Sag ich, was sagen? Darek trinkt einen Schluck. Fanta. Sag ich, hä? Psst, sagt er zu mir. Die Flasche Asbach uralt in der Hand. Ja, Bruder, aber das ist doch, ich weiß nicht, die Kinder sollen da nicht ran. Sag ich, psst. Darek ist schon groß. Sag ich, gut. Dann kam die Mama. Ja, der ist dann dran gegangen. Ein 30er. Ja, genug Fragerunde beantwortet. Beste Sprachnachricht heute des Tages. Meine Mutter an Unges. Ich will's noch mal hören einmal, weil ich bin so... Mutter, ich bin wirklich einfach nur noch stolz. Hey, hier ist Knossis Mutter. Du folgst mir ja nicht mal. Das geht ja gar nicht, gell? Du Kick. Weiter geht's. Rollabilla, egal. Du bist und bleibst Ehrenmann. Wunderbar.